Am 6. März ist es wieder soweit. Die Patchwork-Familie Grimm aus Kassel sitzt am Frühstückstisch. Die Familie besteht aus dem 42-jährigen Peter mit seiner Lebensgefährtin Leila, ihrem 17-jährigen Sohn Milan und der kleinen Steffi. Der Vater liest die Zeitung und dort steht auf der Titelseite: Deutschland bombardiert Syrien. Ach, schon wieder Krieg. Leila reagiert kopfschüttelnd und trinkt ihren Kaffee aus. Das ist Leila. Die 36-Jährige war 15 Jahre lang alleinerziehende Mutter und ist in der Vergangenheit ohne jegliche Perspektive von einem prekären Beschäftigungsverhältnis zum anderen getingelt. Seit kurzem ist sie mal wieder arbeitslos. Wie so viele muss sie heute wieder zum Jobcenter. Ihr Sachbearbeiter faselt von undurchsichtigen Paragraphen, Sanktionen, Maßnahmen, 1-Euro-Jobs, Angemessenheitsgrenze. Sie dürfen nicht, Sie können doch nicht, Sie werden doch wohl, das ist doch schon mal etwas. Leila wird immer kleiner. Niedergeschlagen verlässt sie das Jobcenter. Vor dem Jobcenter trifft Leila auf eine frustrierte Menschengruppe, denen es genauso geht wie ihr. Sie teilen ihre Erfahrungen und schnell werden sie sich einig, was sie wirklich brauchen. Reguläre, gut entlohnte Arbeitsplätze. Schluss mit der Schikane. Um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen, machen sie sich auf den Weg zum Rathaus. Auf ihrem Weg unterhalten sie sich darüber, wie schwer es in Kassel ist, bezahlbare Wohnungen zu finden. Dabei wird viel gebaut. Das sind jedoch meist Stadtvillen, Einfamilienhäuser und Mikroapartments, für viele Menschen unbezahlbar. Als sie am Hugenottenhaus vorbeikommen, treffen sie Leute, die ihnen erzählen, dass dieses schon seit den 1970er Jahren leer stehe. Leila fragt sich, wie das sein kann, wo doch die Miete der Wohnung von Familie Grimm immer teurer wird und sie bisher keine günstigere Wohnung finden konnten. Schluss mit Wohnungsspekulationen und Leerständen. Für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Auf zum Rathaus! Das ist Steffi. Steffi ist zurzeit in der Kita und ihre Kindergruppe ist sehr groß. Steffi findet es toll, von vielen Kindern umgeben zu sein. Aber es ist auch sehr anstrengend auf Dauer, denn die Erzieherinnen haben leider sehr wenig Zeit für sie als einzelnes Kind. Die Erzieherinnen erklären ihnen, dass es für sie schwierig ist, für alle Kinder ausreichend da zu sein und ein Ausbau dringend notwendig wäre. Sie basteln schließlich mit den Kindern Schilder und gehen gemeinsam zum Rathaus. Das ist Milan. Milan steht nach dem Frühstück mal wieder seit langem vor der Kulturfabrik Salzmann und stellt sich vor, wie er mit seiner Punkband Kruste in dieser coolen Location tolle Konzerte gespielt hat. Sein ehemaliger Bandkollege Lemmy kommt dazu. Erhalt einer lebendigen Kulturszene. Milan findet seine Forderung gut und schließt sich ihm an. Lemmy erzählt, wie es bei den Freibädern gelungen ist, durch Protest deren Schließung zu verhindern. Ausbau öffentlicher Freizeiteinrichtungen statt Schließung. Los zum Rathaus. Das ist Peter. Peter ist Hausmeister in einer Gesamtschule in der Nordstadt. In seiner Schule wurde vor kurzem Inklusion eingeführt, also der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülerinnen. Peter findet das Prinzip klasse, denn er sieht, dass die Schülerinnen sich sehr gut untereinander unterstützen und dass die Lehrerinnen sich sehr engagieren. Es müssen jedoch entsprechende Weichen für eine tatsächliche Umsetzung von Inklusion gestellt werden. Barrierefreie Ausstattung des Schulgebäudes. Ausbau der tariflichen Schulsozialarbeit. Unabhängige Beratungsstelle für Eltern. Peter sieht in seiner Pause, wie die Leute mit ihren Forderungen zum Rathaus aufbrechen. Er selbst hält nicht viel vom Protestieren. Er fährt lieber nach Feierabend zu seinem Freund Ali. Im Bus wird er von jemandem angesprochen, der Unterschriften gegen die geplante Netzreform der KVG sammelt. Laut dieser sollen generell Tram- und Buslinien Kassel gekürzt werden. Ausbau des Nahverkehrs. Sozialticket jetzt! Peter trifft Ali in der Flüchtlingsunterkunft. Auch dieser bastelt gerade ein Schild. Gesundheitskarte für Geflüchtete. So könnte er unbürokratischer zum Arzt gehen, statt sich im Vorfeld eine Bescheinigung vom Sozialamt besorgen zu müssen. Peter will Ali endlich seine Mutter vorstellen und beide fahren mit der Tram zur Seniorenwohnanlage Fasanenhof. Diese ist in öffentlicher Hand, soll aber nach langer Diskussion geschlossen werden. Diesen traurigen Umstand erzählt nach freudiger Begrüßung Peters Mutter, die im Rollstuhl sitzt und sich in dem Pflegeheim immer gut aufgehoben gefühlt hat. Zudem hat sie mitbekommen, dass die Krankenpfleger unter finanziellen Kürzungen gelitten haben und manche nun trotzdem ihren Job verlieren. Sie schlägt vor, prägnante Forderungen auf ein Schild zu schreiben. Erhalt des Pflegeheims! Peter ist erstaunt. Nun fertigt sogar seine 90-jährige Mutter im Rollstuhl ein Schild mit Forderungen an. Jetzt fängst du auch schon damit an, Schilder zu malen. Glaubst du denn, das bringt was? Wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Gibt es denn nichts, was du gerne ändern würdest?
Da fällt Peter die Zeitung von heute Morgen nochmal ein. Gerade in Kassel sind zahlreiche Rüstungsfirmen ansässig, die Panzer und Waffen in die Krisengebiete exportieren. Ihn betrübt es sehr, dass ausgerechnet hier in Kassel Waffen produziert werden, die Alis Heimat zerstört haben könnten. Beide sprechen sich klar für eine Abrüstung in Kassel aus. Abrüstung! Abrüstung! Alle beschließen, gemeinsam zum Rathaus zu gehen. Schließlich treffen sich alle Gruppen vor dem Rathaus. Wer soll das bezahlen? Wir müssen sparen. Dafür haben wir kein Geld. Statt an uns zu sparen, sollten die Einnahmen der Stadt erhöht werden.